Der Teufel hinter der Tür. Ein Schwank aus Frankreich. Gelesen und schamlos editiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Es war einmal ein griesgrämiger Bauer. Obwohl er einige Ländereien besaß und eine bezaubernde Frau mit leuchtenden Augen, liebte er das Leben, den Spiegel unserer Seelen, nicht. Und folglich wurde er auch vom Leben nicht geliebt. Alles war ihm ohne Arbeit geschenkt geworden. Und Undankbarkeit machte sich in seinem Herzen breit. Undankbarkeit und Gleichgültigkeit. Ein Teufelskreis vieler vor Reichtum blinder Menschen. Auch seine Frau war ihm nicht zugetan. Und wer konnte es ihr verdenken? Wer nicht einmal sich selbst liebt, kann andere ebenfalls nicht lieben. Und wer in den beiden Dingen ungelernt ist, stümpert auch in der fleischlichen Kunst nur tölpelhaft herum. Letztendlich verloren beide das Interesse aneinander. Welches, wenn ich mal ehrlich bin, von der ersten Minute an nie wirklich groß gewesen war. Sie bevorzugte den Priester des Nachbardorfes. Er bekannte sich eifrig zu seinen Fehlern, war stark, zungenfertig, was in jeder Hinsicht zahlreiche Vorteile mit sich bringt, gutherzig, konnte gut mit ihr reden, ja und noch besser, er machte mit ihr das, was ihr Miesepeter nie mit ihr tat. Als eines Tages der junge Mann mit der flinken Soutane bei dem Bauernhof anlangte, wo ihn seine wunderbare Geliebte nackt erwartete, zumindest glaubte er das, und im Glauben war er als Priester ja geübt, hörte er, als er die Tür aufstoßen wollte, im Innern des Hauses ein Murmeln. Er spähte durch das Schlüsselloch und erblickte den beleibten Ehemann, der unverhofft vom Markt einer entfernten Stadt zurückgekehrt war und sich nun vor einem Weinkrug den Bauch vollschlug. Fett, faul und nichts anderes im Sinn, als sich sinnlos zu betäuben. Seine Frau saß neben ihm und knabberte ein paar Oliven. Sie wirkte verträumt. Der Priester trat verdrießlich zurück und kratzte sich die Nase. So hatte er sich den Tag bei weitem nicht vorgestellt. Nicht einmal, oder besser gesagt, vor allem nicht in seinen wildesten Fantasien. Er war ein aufgeweckter Mann, sowohl körperlich als auch geistig. Er gehörte nun nicht zu denen, die sich sofort mit ihrem, kleinen Papst wieder nach Rom zurückziehen, ohne vorher alle Missstände genau abgewogen zu haben. Man sagt, die Begierde mache die Minderbemittelten dümmer, als sie ohnehin schon sind, und die Gescheiten noch pfiffiger. Der verliebte Priester überlegte blitzschnell. Er richtete seine Kleidung, dann trat er, ohne zu klopfen, ein, stellte sich, die Hände in die Hüfte gestemmt, in die Mitte des Raumes und sprach mit Donnerstimme, wie einst Moses, als er gegen die Sünde wetterte: Hey, ihr Sünder, Schande über euch! Es ist unglaublich, was meine unschuldigen, tugendhaften Augen dort sehen, ja, ertragen mussten. Den Schlaf habt ihr mir für Wochen geraubt. Was um alles in der Welt habt ihr da gerade getan? Auch wenn sie natürlich gar nichts getan hatten. Und selbst wenn, immerhin waren sie Mann und Frau. Zudem, auf ihrem eigenen Grund und Boden, waren die beiden im ersten Moment verwirrt ob der Anschuldigung. Und seltsamerweise auch ein wenig schuldbewusst. Denn das ist man stets automatisch, wenn ein vermeintlich heiliger Mann einen rügt. Vor allem, wenn er es mit solch einer Beharrlichkeit macht. Hey, Pfaffe! Stammelte also der Bauer, der zuvor genüsslich an seiner Hasenkeule nagte. Wir haben gegessen.
hier, Hase. Und ein wenig getrunken. Nun, zumindest ich. Also, als solches tun wir es nach wie vor. Ihr seid schlechte Lügner. Ihr habt das Paradies verscherzt. Denn ich habe beobachtet, wie ihr hinter der Tür schamlos den fleischlichen Gelüsten nachgegangen seid. Übereinander hergefallen seid ihr wie wilde Besessene. In obskursten Stellungen gehechelt wie räudige Hunde. Unflätig und obzön euch bestiegen. Um es deutlich zu sagen, und der Herr möge mir meine Worte vergeben, obzön gevögelt habt ihr, ihr verkommenen Frevler und lasterhaften Subjekte. Mich ekelt es immer noch, wenn ich nur daran denke. Was nun nicht gelogen ist. Denn der Gedanke, dass der Bauer tatsächlich seine Frau so nehmen würde, wie es sich für einen Ehemann eigentlich gebührt, oder der Priester es schon unzählige Male getan hatte, ekelte ihn wahrhaftig an. Und ihr wagt es auch noch, alles zu leugnen? Ehrwürden, ich habe euch gesagt, was wir getan haben und werde es tausendmal wiederholen, wenn es sein muss. Die Frau sagte derweil nichts, sah die beiden Männer an und Gedanken rasten in Windeseile durch ihren Kopf. Und ganz langsam kam ihr ein Lächeln über die Lippen und in ihren Augen funkelte es. Aber als ich vor eurem Haus meine Schnürsenkel festband, wetterte der einfallsreiche Schelm, blickte ich zufällig durch das Schlüsselloch. Das passiert halt manchmal, wenn man sich die Schuhe zubindet. Wer kennt das nicht? Und sah, was ihr getrieben habt. Ihr, Herr Wohlbeleibt, habt die Dame auf den Tisch festgenagelt und euren Stab brutal in sie hineingestoßen. Was, so frage ich euch, und Gott möge mein Zeuge sein, habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Oh Gott, der Teufel muss euren Blick getrübt haben. Denn das, was ihr mir vorwerft, hab ich gewiss nicht getan. Dazu wäre ich gar nicht mehr in der Lage. Da tat der fast heilige Mann, von Amts wegen her, so, als würde er überlegen. Und seine Stirn legte sich in dunkle Falten. Ich sah, was ich sah. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Vielleicht ist dieses Haus wirklich vom Teufel besessen. Das oder ihr lügt. Es gibt gar keine anderen Möglichkeiten. Der Priester wirkte plötzlich wie ein heiliger Krieger, der den Feind mustert. Wir müssen der Sache unbedingt auf den Grund gehen. Begebt euch hinaus, guter Mann, und schaut durch das Schlüsselloch, wie ich es vorhin getan habe. Wenn ihr das seht, was ich nicht auszusprechen wage, wird man hier wohl den Teufel austreiben müssen. Kurzerhand zog er den Mann am Ärmel und buxierte ihn, ohne auch nur den Hauch eines Widerspruches zuzulassen, in den Garten. Dann schloss er die Tür mit einem Fußtritt und verriegelte sie. Die Dame, genauso begierig und schnelldenkend wie der Pfaffe, hatte sich, bereits bis zum Bauchnabel entkleidet, zwischen die Reste der Mahlzeit gelegt. Die Eile erregte ihre heiße Begierde und sie peitschten sich gegenseitig hoch zu größter Lust. Er krallte sich in ihr weiches Fleisch, welches durch die Berührung vor Verlangen entbrannte, sich ihm entgegenstemmte. Ihr Becken bewegte sich verlangend nach oben und ihre Schenkel öffneten sich voller sinnlicher Vorfreude. Hart und unbarmherzig trieb der Priester seine Lust in sie, welche tropfend und gierig in Empfang genommen wurde. Als er sie an den Haaren ergriff und sie umdrehte, sie sich läufig auf allen Vieren offen präsentierte und aufschreiend, als er sie ausfüllte, wie im Wahn sich immer wieder in sich stieß und die beiden in Einigkeit vor lauter Erregung stöhnten, hechelten und schrien, hörten sie schließlich nicht einmal mehr den Ehemann, der an die Tür hämmerte und den bösartigen Dämon verfluchte. Sobald sie fertig waren, öffnete der Liebhaber mit Unschuldsmiene die Tür. »Was habt ihr gesehen?« erkundigte er sich wie ein Arzt, der einen Kranken untersucht. »Bei allen Geistern! Ihr müsst unbedingt den Teufel aus diesem Hause austreiben, Priester!«
das, was ich da gerade sah, lässt sich an Absurdität kaum beschreiben. Ich bezahle alles. Und Gott stehe mir bei. Ich werde mein Bestes geben. Es ist denkbar, dass dies so einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Und wir müssen darauf achten, peinlichst darauf achten, ihn aus jedem Gebäude, jedem Zimmer, jeder Kammer und jeder Ritze zu vertreiben. Der Bauer belohnte den Priester überreichlich. Und der Teufel machte noch ein paar Zicken, bevor er einem Ort entfloh, an dem er gar nicht war. Und blieb dort, wo er stets gewesen ist. Niemand hat ihn jemals gesehen. Weder der Ehemann und die Gattin, noch der Priester. Weder ihr, noch ich.